Meine lieben Freunde, liebe Zuseher, liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen von Herzen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Ihnen allen, Ihren Familien, besonders den Kranken, den Alten, den Leidenden. Weihnachten ist das familiärste Fest aller Feste des Kirchenjahres, aller Feste des Jahreslaufes, die wir feiern dürfen. Und wir feiern jetzt schon das zweite Weihnachten in der Zeit von Corona, in dieser ganz neuen, schweren Situation für uns alle. Dass es schwer ist, das steht allgemein fest. Liebe Freunde, wir dürfen in dieser Situation etwas ganz Entscheidendes nicht vergessen. Es ist nicht so entscheidend, ob man links steht oder rechts steht. Es ist nicht so entscheidend, ob man jene Ansicht hat oder diese. Das, was entscheidend ist, das ist oben und unten. So wie es der große Schriftsteller unseres Landes, Franz Werfel, einmal gesagt hat. Die Kategorien der politischen Geografie, wenn wir die in den höheren Fragen immer auch hineinbringen, so ist dies ein großes Hindernis, das Wahre zu erkennen. Es geht nicht um links oder rechts, sondern es geht um oben und unten. Es geht um Gott und es geht um mich. Es geht um Gott, es geht um meine Nächsten. Diese Zusammenhänge sind die höheren Zusammenhänge. Und erst wenn man das begriffen hat, dann kann man alles recht einordnen. Dass Gott Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, einer von uns geworden ist, das ist das Wunderbarste von allem, das Außerordentlichste, was es geben kann. Er ist vom Himmel herabgestiegen, er, der allmächtig ist. Et verbum caro factum est. Und das Wort ist Fleisch geworden. So lesen wir am Beginn des Johannesevangeliums. Und dieser Satz ist das Größte, ist das Schönste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und es ist der allerseligsten Jungfrau Maria zu verdanken, dass es Wirklichkeit geworden ist. Hier liegt die ganze katholische Religion verborgen. Hier liegt die ganze Wahrheit unseres Lebens verborgen. In diesem tiefen Geheimnis der Menschwerdung unseres Herrn Jesus Christus und in Folge auch der Erlösung. Ich lade Sie ein, darüber nachzusinnen. Und wenn das Wirklichkeit wird in Ihrem Leben, diese tiefe Erkenntnis lebendig wird in unser aller Leben, dann werden wir die Ereignisse der Zeit auch recht einzuordnen wissen und Gott wohlgefällig, kirchlich gesinnt auch, das Richtige tun, die Gebote halten, keine faulen Kompromisse schließen, nicht Kinder der Lüge
des Betruges, ja letztlich der Unterwelt zu werden. Wenn man auf unsere gegenwärtige Gesellschaft blickt, einmal von oben auch herabblickt, auf die heilige Kirche, auf die streitende Kirche hier auf Erden, dann sieht man, dass diese tiefe Erkenntnis von oben und unten verloren gegangen ist. Wie viele Jahre und Jahrzehnte hat man sich in den Kategorien der politischen Geografie aufgehalten, hat sinnlos herumgestritten, ist zu keinem Ergebnis gekommen und ist nur immer mehr von der Wahrheit weggekommen, vom himmlischen Licht, das nur in Gott zu finden ist, im Christkind, im menschgewordenen, fleischgewordenen Wort Gottes zu finden ist. Verbum caro factum est, das Wort ist Fleisch geworden. Das ist das Größte, das Schönste, das wir haben. Und dementsprechend müssen wir unser Leben gestalten, um unser letztes Ziel zu erreichen. Weihnachten, das Festgeheimnis dieser Tage, das bringt uns ganz viele Antworten. Dass wir eben alles auf Gott, der der Erlöser ist, der der Retter ist, als den wir ihn ja zu Weihnachten auch so oft besingen, dass er der Weg ist, dass er die Lösung ist, dass wir seinem Willen zu befolgen haben. Wie sehr geschieht aber das Gegenteil? Wie sehr tun auch jene, die den Namen Christen tragen und vielleicht sogar Vertreter in den Ämtern der Kirche sind, das Gegenteil? Wie sehr hat man sich von der Wahrheit entfernt? Denken wir an die Wahrheiten über Gott. Denken wir auch an die Wahrheiten über den Menschen. Wie kann es sein, dass der Papst, dass die Bischöfe, dass wir Priester so wenig über den Lebensschutz predigen? Wo aber Tausende von Kindern abgetrieben werden, wo diese abgetriebenen Kinder weiter benutzt werden, wo sie abgetrieben werden für die abscheulichsten Zwecke, für die Herstellung von Medikamenten, für die Herstellung von Kosmetikstoff verwendet werden für die vergängliche Eitelkeit dieser Welt. Und niemand sagt etwas. Das lastet wirklich schwer auf uns. Und es sind dunkle Strukturen, teuflische Strukturen, in denen die ganze Kirche gefangen noch ist. Es gibt aber einen Weg, um da auszubrechen. Das ist oben und unten zu erkennen. Es ist die Euthanasie ermöglicht worden jetzt in unserem Land. Es wird wahrscheinlich gar nicht mehr so lange dauern, wo es dann auch praktisch angewandt wird, wo Menschen durch Hilfe anderer ein Ende gesetzt wird. Was für eine schreckliche Vorstellung. Wie tief unten
Befinden wir uns als Gesellschaft? Wie sehr hat man sich von der Wahrheit entfernt? Man schweigt. Man traut sich den Mund nicht aufzumachen. Was für eine schwere Verantwortung. Was für eine fürchterliche Tatsache, für die wir alle einmal Rechenschaft ablegen müssen. Im Geheimnis der heiligen Weihnacht finden wir die Lösungen. Finden wir die Lösungen zum Guten. Ich darf Sie einladen, die Kindheitsgeschichte, die wunderbare Kindheitsgeschichte Jesu Christi, in den kommenden Tagen und Wochen oft zu betrachten, zu lesen. Nehmen Sie das Lukas-Evangelium zur Hand. Lesen Sie dann auch den Johannesprolog im Johannesevangelium, eben die ersten Worte dieses Evangeliums. Und dadurch wird unser leider oft zu schwach gewordener Glaube in dieser Zeit genährt, vermehrt. Unser geistliches Leben wird reifen, um in diesen Zeiten der Wahrheit zu folgen. Um in der Bedrängnis bestehen zu können, um als echte Christen Zeugnis zu geben, um nicht mehr um den Brei herumzureden, sondern die Wahrheit zu suchen, die Wahrheit zu finden und die Wahrheit zu leben. Zu leben. Und das bedeutet nichts anderes als Christus suchen, Christus finden, Christus leben. Und wenn das geschieht, dann haben wir die Menschwerdung und die Erlösung begriffen. Dann führen wir ein echt christliches Leben, wie es die Heiligen getan haben. Die Märtyrer, die Bekenner, die heiligen Jungfrauen, die großen Heiligen, die kleinen unscheinbaren Heiligen, all jene, die in die himmlische Herrlichkeit eingegangen sind. Liebe Zuhörer, liebe Zuseher, ich wünsche Ihnen in diesem Sinne ein frohes, seliges, gnadenreiches, hochheiliges Weihnachtsfest. Haben wir Mut, seien wir treu und suchen wir Christus, das Kind, das wir in der Krippe anbeten wollen, als unseren Heiland, als unseren Retter, der immer war, immer ist und immer sein wird. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.